Hallo lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du mein Video gefunden hast. Ich freue mich darüber. Ja, lieber Steinbock, um was geht es hier in dieser Legung? Um die letzten 2 Monate des Jahres, November und Dezember. Und ich werde hier für dich mit den Lenormand-Karten, das ist diesmal das Floralis-Deck, 2 kleinere Legungen vornehmen, ja, dein November und dein Dezember anschauen. Im Vorfeld werde ich dir ein Krafttier zur Seite stellen, auch für den jeweiligen Monat. Werde dir auch aus dem Booklet vorlesen. Dann habe ich noch 2 weitere Decks mitgebracht. Die stelle ich dann gleich im Laufe der Legung vor. Ja, was bedeutet das denn, Steinbock? Ja, wenn deine Sonne sich im Zeichen Steinbock befindet, Aszendent Steinbock oder du dein Mond sich im Zeichen Steinbock befindet, ja, dann bist du hier richtig, wenn du dann eben halt mit dieser Legung in Resonanz gehst, ja? Ja, ich denke, alles Weitere werde ich dir hier im Laufe der Legung sagen. Ich werde dir alles sagen, was ich sehe, was ich empfange, welche Impulse kommen. Werde ich dir alles mit auf dem Weg geben für die letzten 2 Monate des Jahres. Ja, sind wir schon wieder am Ende des Jahres angekommen, ne? Ging doch wieder mal sehr schnell. Oh, da ist er schon. Das Krafttier für deinen November. Und zwar der Delfin. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Karte, ne? Die Lebensfreude. Und Delfine verbreiten wirklich das, wenn man denen so zuschaut, ne? Die Lebensfreude pur. Also ich, wenn ich so Delfine sehe, dann ja, habe ich immer direkt so ein Lächeln auf den Lippen, ne? Genau. Ich würde die auch mal gerne so in freier Wildbahn sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Delfin. Mit dem Delfin an deiner Seite werden sich die Angelegenheiten nun mit spielerischer Leichtigkeit lösen lassen. Der Delfin fordert dich mit seiner liebevollen Art auf, zu spielen, Spaß zu haben und glücklich zu sein. So gelangst du auf eine höhere Schwingungsebene. Hier findest du die heilsame Antwort. Der Energiefluss setzt ein. Wow, das ist ja wirklich, wusste ich schon im Vorfeld, aber so im Einzelnen nicht mehr, dass der Delfin halt ein ganz, ganz schönes Krafttier ist, ja. Es möchte dir die Leichtigkeit und Freude wiederbringen. Vielleicht gab es jetzt ja halt auch schwere Zeiten bei dir, wo du nicht so leicht unterwegs sein konntest. Generell ist es ja auch so, dass so das Tierkreiszeichen Steinbock sich es auch manchmal ein bisschen schwer macht, ja. Und jetzt darf es eben halt mal leichter werden. Es darf ja auch wieder, du darfst auch halt auch wieder Spaß haben, ja, sagt der Delfin. Und der hilft dir eben halt auch dabei. Den kannst du dir gerne eben halt im November, wenn es mal wieder so holprig steinig wird, auch wenn das ja dein Boden ist, letztendlich, ja. Wieder mehr hier in die Freude zu gehen, ja. Gut, ich schaue mir das mal hier an für dich im November. Die wollte sich schon mal ganz deutlich zeigen. Hier haben wir die Sense mit den Überraschungen, mit den Plötzlichkeiten, auch mit den Verletzungen und aber auch der Erntezeit, ja, liegt also ganz zentral hier für dich. Muss ich umdrehen. Da haben wir den Stern oder die Sterne, der Brief, die Eulen, der Baum, die Lilie, Ring, Buch und Mond. Hier kommt mir so eine Qualität vom Stier rüber. Ja, vielleicht hast du Stier-Aszendent oder hast es mit einem Stier zu tun. Also die Karten hatte ich in der Form halt auch gehabt. Nicht alle gleich. Da war die Sense nicht dabei, aber so die anderen, die hier dabei liegen, die gab es beim Stier auch. Weil, wie gesagt, vielleicht
gibt es da eben halt auch bei dir Stiere im Umfeld. Unterm Deck haben wir die Mäuse. Okay, das ist der Verlust, das ist der Mangel, das sind Ängste, etwas knabbert noch an dir. Und vielleicht ist das auch eine Sichtweise, die da ist, eben halt nur mal auf das zu gucken, was nicht da ist, anstatt dahin zu gucken, was da ist, ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass etwas in den Verlust geht, wo man sagt, ach Gott sei Dank, ne? Endlich habe ich das von Schultern oder ja, endlich ist es nicht mehr in meinem Leben, ja. Das ist ja auch das, was ich schon wahrgenommen habe mit dem Delfin. Ne? Und was man sagen kann, endlich ist diese Belastung weg. Ich kann wieder in die Lebensfreude, in die Freude, in die Leichtigkeit gehen. Ja? Und hier könnte man halt, dann halt auch glatt sagen mit der Sense. Ja, es ist Sense damit. Ne? Also man macht so einen Schnitt eben halt damit. Jetzt ist es eben halt auch vorbei. Ich beschäftige mich halt auch nicht mehr damit. Es reicht, es hat mich genügend Nerven gekostet, es hat genügend Belastung deswegen gegeben. Jetzt ziehe ich mich halt auch da raus, ich mache auch einen Cut. Ja, und du scheinst hier eben halt einen ganz klaren Cut zu machen, einen ganz klaren Schnitt zu machen. Ja, und wie gesagt, die Sense hat auch eine Ernteseite und du wirst auf jeden Fall Ruhe, Zufriedenheit. Und du kommst da deinen Wünschen und Vorstellungen eben halt auch näher, wenn du da eben halt auch einen Schnitt machst. Und der Schnitt könnte eben halt dahingehen sein, in Richtung der Lilie, dass du nicht mehr so zuvorkommend bist, also wie so ein vorauseilender Gehorsam, ja. Also da fällt was runter. Jemandem fällt was runter und du springst sofort hin und hebst es auf. Bitte schön, hier, hallo. Also gehst den anderen immer direkt entgegen, ja, anstatt dem anderen eben halt das mal zu lassen, eben halt das mal auch mal selber aufzuheben, ja. So als Beispiel. Und das nehme ich hier eben halt wahr. Also so unterstützen, helfen ist jetzt gar nicht so im November angesagt, sondern mehr eben halt nach deinen Vorstellungen, deinen Vorstellungen und Wünschen eben halt auch nachzugehen, ja? Dich mit dir letztendlich zu verbinden, mal in dich hineinzuhorchen, was brauche ich denn jetzt gerade und nicht, was brauchen die anderen jetzt gerade, ja? Und ich habe hier halt auch liegen, beobachte dich mal selber, nimm mal wahr, nimm mal ein Gefühl von dir wahr, ja, und nimm dich halt auch dahingehend einmal zu dem, was ich hier gesagt habe, eventuell darauf hinzuschauen, immer in den Mangel und in die Ängste, anstatt eben halt mehr in Freude und Zufriedenheit und eben halt auch mal sein lassen. Und raus aus Grübeleien und ja, und raus aus immer wieder diesem, ich muss geben, 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 ja, sondern es ist mehr Me-Zeit anberaumt, ja, also Me aus dem Englischen, also mehr meine Zeit, ja, Me-Time, meine Zeit ist jetzt hier angebrochen. Da lädt der November halt auch immer ganz gerne zu ein, ist ja halt auch so ein bisschen eher so ein düsterer Monat, ne. Und das ist auch dieser Monat, man sagt auch immer so der Totenmonat aller Heiligen, aller Seelen, Totensonntag, ne? Da gedenkt man eben halt auch der Toten und so weiter. Wirst du ja alles wissen. Und vielleicht kommt da halt auch die eine oder andere Erinnerung in Richtung vielleicht eines verstorbenen Menschen, mit dem du vielleicht auch ein Thema hattest. Und ja, was jetzt, wie soll ich mal sagen, wo es jetzt an der Zeit ist, eventuell eben halt dir zu vergeben oder eben halt auch der anderen Person zu vergeben. Und ich beziehe nochmal den Delfin ein, wieder mehr in Leichtigkeit und Freude zu gehen. Ne? Das scheint ja hier für dich wichtig zu sein. Also raus aus dieser Schwere, leicht in mehr
mehr rein in die Leichtigkeit, Freude und in den Genuss, ja, in den Genuss. Und auch mehr die empfangende Person, der empfangende Mensch zu sein, als der Gebende. Ja, genau. Hier haben wir die Verbindungskarte liegen, ja, der Ring für die Verbindung, aber eben halt auch der Wiederholung. Es ist ja nun halt so, dass man immer und immer wieder an einem Punkt kommt und dann halt auch feststellt, ich stehe schon wieder da, ja, und dann hat man aber immer wieder die Möglichkeit, wenn diese Wiederholung kommt, nämlich etwas anders zu machen, ja, und es scheint ihm halt tatsächlich hier so schon lange zu geben, ja, diese Wiederholung, beziehungsweise eben halt auch, dass es um eine Beziehung geht. Ja, ich habe jetzt lediglich den Ring und den Baum hier liegen, habe ich keine andere Person, das wollte ich damit sagen. Ja, es scheint aber hier um eine lange Verbindung zu gehen. Es kann halt auch nicht nur um einen Menschen gehen, sondern auch zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis, ja, wo man halt ja auch eine lange Bindung hat, weil hier liegt auch wie so ein langer Vertrag, den ich habe, ja. Und da darf eben halt auch neu etwas überdacht werden. Nämlich möglicherweise, wie gesagt, so, ja, ich bekomme immer wieder diese Schwere, diesen Mangel und diese Angst. Und wenn ich mich davon frei mache, mag man mich dann nicht mehr, ja, werde ich dann weniger geliebt, ja, weil es ja halt auch um Verletzungen eben halt auch geht, ja. Aber dir wird eben halt etwas durch möglicherweise auch einer Nachricht, die dich triggern wird, daraus wirst du Erkenntnis gewinnen und aus dieser Erkenntnis kannst du dich dann halt auch ja, frei machen. Das bin ich womöglich gar nicht. Oder eben halt, ich bin es und dann kann ich es mir anschauen, also ein Denken, ein Verhalten, ja, kann ich mir dann anschauen und kann mich dann auch davon lösen, ja, so dass es mir eben halt besser geht. Am Ende des Novembers sehe ich dich eben halt hier noch so ein bisschen nachdenklich, aber möglicherweise erhältst du auch ein Feedback und aus diesem Feedback heraus, aus dieser Kommunikation, ich habe nämlich viel Kommunikation hier liegen im November, ja, wirst du halt auch, auch nochmal wieder etwas lernen können, etwas daraus für dich entnehmen können. Jetzt gehst du, wie gesagt, nachdenklich raus, aber ich empfinde es jetzt gar nicht als so schlimm, muss ich sagen, am Ende des Novembers, ja. Im Gegenteil, weil du eben halt auch Erkenntnisse daraus gewinnen wirst. Ich schau mal nach einer Botschaft für dich noch. Das Universum schenkt dir alles. Das nehme ich jetzt gerade. Schau ich mal, was das Universum dir denn gerne schenken möchte. Also irgendwie nervt dich etwas im November, ja? Irgendwie nervt dich etwas. Aber dieses Nerven ist eben halt die Frage, was ist es? Dass ich das wieder denke oder weil die andere Person so ist, wie sie ist? Ja? Ich vertraue darauf, dass meine starken Vorsätze und mein Glaube ausreichen, damit meine Vision zu meiner Wirklichkeit wird. Hast du irgendwie das Gefühl, du kommst nie oben am Berg an? Schau mal genauer hin, wo du auf welchem Punkt des Berges du dich schon befindest. Ja? Mir kommt auch so Glaube an dich. Und mit so einer Verbissenheit kommst du, glaube ich, auch nicht weiter. Sondern der Delfin sagt, hüpf, 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 am Gipfel angekommen. Und nicht, ach, da rollen wieder ein paar Steine und so weiter und so fort. Ich arbeite ja immer gerne mit Bildern, ne? Ich hoffe, ihr habt die dann auch immer so greifbar. So, im Einklang mit dem Universum, die geistigen Gesetze verstehen und das eigene Glück manifestieren. Dann gucke ich mir doch mal an für dich, welches Gesetz, universelle Gesetz sich dir zeigen wird. Boah, habt ihr das gesehen? Das war ja wahnsinnig schnell.
Das Gesetz der Schwingung. Das Prinzip der Schwingung besagt, dass alles in Bewegung ist. Habe ich ja gerade gesagt. Tak, 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 tak. Nichts steht still. Energie ist immer in Bewegung und alles ist Energie. Auch du. Das Leben mit all seinen Inhalten und Vorkommnissen ist Schwingung. Pur. Kannst du sie spüren? Wer das Gesetz der Schwingung beherrscht, meistert auch das Leben. Ich gehe spielerisch und leicht. Ich muss lachen, du auch? Durch den Alltag und nutze mein Potenzial. Ich schwinge mich mit dem Leben empor, das lebenswert, einzigartig und freudvoll ist. Also mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Irgendwie scheint die gerade so ein bisschen verschütt zu sein, die Lebensfreude. Die darf jetzt im November wieder kommen. So. Dezember, lieber Steinbock. Welches Krafttier begleitet dich? Seitwärts rausgefallen, wie süß. Ja, der Dachs mit der Heilung. Eine sehr schöne Karte. Hatte ich auch schon privat, also für mich, ganz häufig gehabt. Heilung ist immer gut und wichtig. Der Dachs, der hilft dir nämlich dabei. D, Delfin, Dachs, ne, fällt mir auch gerade auf. Beides Tiere mit D. Der Dachs bringt dir Heilung auf allen Ebenen. Er lenkt deine Aufmerksamkeit auf dich, auf deine Lebensgewohnheiten, deine Lebensumstände, deine Gedanken, Gefühle und deinen Körper. Er schenkt dir die wunderbare Möglichkeit, dein Leben drastisch umzugestalten, sodass die Heilung, Gesundheit, Erfüllung und Liebe erfahren kannst. Ich sag ja, der ist wunderbar. Der ist echt gut. Also, Heilungspotenzial noch am Ende des Jahres. Und ich schaue mir jetzt noch an, was sich denn da zeigen will. Was kommt denn da noch für dich im Dezember? Der Mond wollte sich auch unbedingt zeigen. Dann haben wir die Sense, also Mond und Sense und Lilie bleiben dir schon mal nochmal treu. Der Brief auch, der Baum, das Buch, der Storch ist anders, die Sterne und das Kleeblatt. Ja, wunderbar. Kann dir schon mal sagen, also das Jahresende wirst du dich wohlfühlen. Ja, da kannst du optimistisch sein mit dem Kleeblatt. Schau mal, unter dem Deck haben wir das Kind. Aufschwung, Erneuerung, erste kleine Schritte sind zu sehen. Ja, wie so ein Hoffnungsschimmer kommt mir das hier so rüber. Ja, also du darfst neugierig sein auf das neue Jahr. Es startet neu, gut, fröhlich. Ja, auch wenn jetzt hier so der erste Teil, wenn ich den mal hier sehe, ja, noch von Schmerz nehme ich da noch wahr, von Triggerpunkten nehme ich noch wahr. Da ist ihm halt tatsächlich noch die Heilung am Start, aber da sage ich auch so, stell dir das mal bildlich vor, du ratschst dir jetzt hier irgendwie so, ne, und machst dir so eine Schnittwunde oder du hast so eine Schnittwunde. Ja, das braucht ja eben halt seine Zeit und manchmal ist das an so ungünstigen Stellen, dann bricht es wieder auf, ja. Es ist ja auch je nach Wunde, was da ist, ja. Also hier sehe ich schon nochmal den Triggerpunkt, ja, aber eben halt wirklich nur noch für eine kurze Weile. Und das Kleeblatt liegt am Ende der Legung und so mag ich dir wirklich zurufen, dass am Ende des Jahres wirst du dich gut, besser fühlen, optimistischer fühlen. Ein kleines Glück, also schon in Richtung großes Glück bist du da unterwegs, ja. Also sei zuversichtlich, will ich mal sagen, ja. Hier kommen dann halt auch Gespräche, Nachrichten, die dich dann halt auch wieder hier in die Mitte bringen. Und du legst halt auch deine Wahrnehmung auf den Frieden, auf Vergeben, Verzeihen, dir und anderen zu verzeihen, ja. Du wirst in dich gekehrt sein, was ja auch in Ordnung ist. Du wirst das Feedback, welches du im November erhalten hast,
ja, wirst du nochmal reflektieren. Und man sagt auch so simpel hier mit dem Buch, über die Bücher gehen, ja, also eben halt nochmal in dich gehen, was gehört zu mir, was gehört zu dem anderen, was darf ich daraus lernen, was darf gehen, was will kommen, was will ich willkommen heißen, ja, also diese Dinge, ja, denn das begleitet dich wirklich in der Tat schon lange. Und zum Jahresende, das ist ja wunderbar, wenn da so ein alter Schmodder, der schon lange in den Ecken liegt, also wenn das geputzt werden kann und dann rein ist, ja, die Lilie spricht noch von Reinheit, ja, da umso besser, oder? Wenn da so eine verstaubte Ecke endlich sauber ist, ja. Das finde ich doch wunderbar. Du hast hier wirklich zum Schluss hier Storch mit Sterne und dem Klee. Ja, vielleicht ist es wirklich so zum Jahresende, Sterne eben halt, Silvester. Du hast auch den Baum, ja, es ist Weihnachten jetzt, um diese Jahreszeit kann ich das so benennen mit Silvester und Weihnachten. Also um die Weihnachtszeit kann noch so ein bisschen so ein Wermutstropfen da sein, also noch so ein bisschen eine Schwere ums Herz, ja. Aber zum Jahresende, zu Silvester hin, was ja dann eine Woche später ist, ja, wirst du dich auf jeden Fall viel, viel besser fühlen, optimistischer fühlen. Und hier mit dem Kind, ja, sagst du so, und jetzt gehe ich dem Neuen entgegen, ne? Wunderbar, wunderbar, lieber Steinbock, gefällt mir sehr gut. Auch wenn es hier erstmal im Kleinen losgeht, ja, das Kind mit kleinen Schritten, der Storch mit kleineren Veränderungen, das Kleeblatt mit dem kleinen Glück, ja, aber es ist ja ausbaufähig, ja, sag ich mal so salopp. Und das ist hier gegeben. Ne? Die Chancen musst du natürlich für dich ergreifen. Das kann kein anderer für dich tun. In erster Linie ist da die Heilung zu sehen. Durch Erkenntnisse, durch Klarheit. Ja? Geh wieder mehr in die Herzenergie. Also raus aus dem Verstand, raus aus dem Kopf, raus aus dem Mangel, den wir im November gesehen haben. Ja? Mehr, ja, ins Fühlen, ins Spüren, ins Einfühlen, ins Mitfühlen. Auch für dich selbst, nicht immer nur so für andere, also auch für dich selbst, ja. Verständnis für dich zu haben. Ja, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut, sage ich da immer ganz gerne an so einem Punkt. Ja. Aber ich habe hier wirklich sehr, sehr gutes Gelingen eben halt dabei, ja, indem du eben halt lernst, Sichtweisen zu ändern, ja, einen anderen Blick auf diese Situation zu werfen. Und es muss meistens der Triggerpunkt von außen kommen, also dieser sogenannte Arschengel, von dem Robert Betz immer spricht, ja, der darf, der muss kommen, weil man es manchmal selber nicht erkennt, also muss so dieses Pieks, ja, dieser Schnitt im Außen kommen. Oh, Wunde. Ja. Was war das denn jetzt wieder? Schon wieder habe ich mich am Zeigefinger geschnitten. Alles nur so als Bild gesehen für dich, ne? Ja, ich habe nur noch mal kurz in mich gehorcht. Ja, dann nehmen wir die doch. Was haben wir denn hier Schönes? Wenn ich dem Geist und dem Universum meinen Willen preisgebe, verbinde ich meine Energie mit dem allgegenwärtigen Strom des Wohlergehens. Darum wollte die sich jetzt unbedingt ganz flott zeigen, weil es hier einzig und allein um dein Wohlergehen geht. Dass du dich wohlfühlst. Und das ist auch dein Barometer, deine Gefühle, ja, dein Bauchgefühl. Das ist auch hier der Mond, dein Bauchgefühl, deine Intuition, ja. Ist dein Gefühlsbarometer. Immer dann, wenn das Barometer jetzt auf Frost steht, dann stimmt da irgendwas nicht, dann darfst du da genauer hinschauen. Ja, wenn das auf Sonne steht, dann lass es so, wie es ist, ne?
Es ist so leicht, wie ich sage. Ja, es ist so leicht. Wir denken ganz häufig wirklich kompliziert, umständlich. Und viel zu viel denken wir. Auch die, ach guck mal, wo ich es gerade ausgesprochen habe, da sind sie schon, die Gedanken. Auch der Mond spricht von Gedanken und Grübeleien, ne? Das Prinzip der Gedanken ist ein besonderes Gesetz, denn es gestaltet dein Leben. Gedankenkräfte sind formende Kräfte, die als Ergebnis sichtbar und erlebbar werden. Jeder zielgerichtete Gedanke manifestiert sich. Beklage dich nicht, sondern gehe achtsamer mit deinen Gedanken gut um. Ich bin mit der Kraft der Gedanken, ich bin mir die Kraft der Gedanken voll bewusst. Ich pflege ein liebevolles Denken im Umgang mit mir selbst und mit meinen Mitlebewesen. Ich sende gute Gedanken in die Welt und trage damit etwas dazu bei, dass sie liebevoller wird und genesen kann. Ich sage ganz häufig in meinen Videos, Gedanken werden Dinge, Gedanken lösen Gefühle aus, Gefühle lösen Gedanken aus und dann geht der Kreislauf los. Und wenn du das, je nachdem, was du denkst, nicht unterbrichst, bist du in dieser Gedankenspirale drin. Setz simpel, wenn du es merkst, schon wieder der Gedanke, stopp. Wirklich so, wie ich es sage, stopp. Und immer wieder, wenn du anfängst, stopp. So unterbrichst du einen Kreislauf. Auch das kann letztendlich einfach sein und ist Übungssache. Du hast viel geübt, ja? Üb weiter. Übe weiter. Ich sehe das hier sehr zuversichtlich für dich für die letzten 2 Monate, lieber Steinbock. Und du darfst dann auch zuversichtlich sein, darfst dich auf Veränderungen freuen, auf Neuanfänge von Leichtigkeit und mehr Lebensfreude. Ja, es endet ganz gut für dich in diesem Jahr. Lieber Steinbock, ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, bei deiner Treue, für alle Likes, für alle Abos, für alle neuen Steinböcke, Zuschauer, Zuschauerinnen, die hier zugekommen sind. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich immer mega darüber, wenn hier so eine gute Resonanz ist. Dann weiß ich, alles ist stimmig für mich. Mach weiter so, Tina. Ja, die Steinböcke erfreuen sich daran. Ja, ich freue mich halt auch, wenn wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen und gemeinsam hier uns über die Legung freuen und ich dir da Hilfestellung leisten darf. Danke für dein Vertrauen und ich sag bis dahin, lieber Steinbock, alles Liebe und Gute, die Tina.